Ja, hallo, herzlich willkommen bei Hit Dice heute und ich habe hier einen Gast, den ich persönlich noch gar nicht kenne. Das ist der Flo. Freut mich. Und wir wollen heute über die beiden, denn es gibt zwei Herr der Ringe-Trailer, so ein bisschen reden und so ein bisschen versuchen, einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen. Und ja, ich bin ganz gespannt. Willst du dich vielleicht mal vorstellen, damit die Leute dich so ein bisschen kennenlernen können? Ja, ganz im Kurzen. Ich bin Flo vom Kanal meines gleichen Namens. Das Flo habe ich den damals getauft und ich mache Content zu Pen and Paper Rollenspielen, unter anderem zu Witcher, Game of Thrones und sobald es da ist auch zu Der eine Ring, wobei ich einen Ring schon hier stehen habe in der ersten Edition. Die kommt ja neu beim Truhan Verlag und dann werde ich die ausführlich besprechen bei mir. Okay, cool. Ah, dann cool. Komme ich gerne zu. Haha. Ja, freut mich. Da werde ich auf jeden Fall noch ein paar Sachen zu machen. Ja, das schaue ich mir auf jeden Fall an. Ja, und weil du dich ganz gut mit Herr der Ringe auskennst, vielleicht auch, Ja. also ja, Ja, ich sag mal ja. und ich ein großer Fan bin und auch die Filme mehrfach gesehen habe, auch die Bücher gelesen habe. Ich kannte auch sogar den Zeichentrickfilm von früher. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Den kenne ich. Den habe ich irgendwann mal auf einem Flohmarkt gefunden und dachte, was ist das? Das ist der Herr der Ringe. Und dann habe ich den gesehen und ich habe sogar, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Anime-Filme mal gesehen, die es früher gab. Das der Zeich, Nein. ja, es gibt von den Machern vom Das letzte Einhorn, der Hobbit und ich glaube die Rückkehr des Königs als Kurzanime-Filme. Das ist sehr faszinierend. Kann man auch bei YouTube finden. Cool. Ja, schaue ich mal rein, ob ich das finde. Ja, Bevor du das machst, ich muss noch eine Sache sagen. Der Martin hat mal, also du hast ja mal einen Song für mich gemacht und ich muss noch mal ganz doll Danke an dieser Stelle sagen für das Witcher-Material, was ich mache. Denn jedes Mal, wenn irgendein Video bei mir ganz oft anfängt mit Witcher-Content, dann hört man diese Melodie. Und da bin ich noch mal sehr dankbar für. Ich freue mich sehr, dass ich das machen konnte. Ich mag Witcher total gerne. Und das ist tatsächlich auch mein Favorite, so von der Atmosphäre, musikalisch und so. Ich finde das sehr geil. Ich hab dafür ja ein ganzes Album gemacht. Ja, das habe ich schon gehört. Das ist Hammer. Ja, echt? Du hast es schon komplett. Ja, schön zu hören. Also Ja, das, legen was wir ich los empfehlen konnte. mit dem Herrn der Ringe. Ich teile mal meinen Bildschirm und guck mal, dass wir in das Video reingeben und ich stoppe das vielleicht ein paar Mal zwischendurch. Das erste Bild, kannst du da schon irgendwas zu sagen? Hast du eine Idee, wo wir sein könnten? Ich denke, das sind die Häfen von Numenor, von Menschenkönigreich, das auf dieser Insel liegt zwischen Mittelerde und den unsterblichen Landen der Valar. Das wird ja, es ist ja sowieso angesetzt, das weiß man ja schon, es spielt im zweiten Zeitalter, das bedeutet so die Geburtsstunde des Mensch der Menschen und vor allem der Numenora, wovon auch Aragorn ja abstammt. Das sind ja die langlebigen Menschen, die so 300, 400 Jahre alt werden können. Ja, ich lasse mal einfach ein Stückchen laufen. Wir gucken mal, dass ich dann gleich wieder stoppe. Oh. Was war denn das gerade für Wesen mit diesen Hörnerflügeln, Elchflügeln? Ob das Wesen waren, weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Es könnten auch einfach Jäger gewesen sein, die Elche gelegt haben und die Hörner mitgenommen haben. Irgendwie so ein wanderndes Ja. Volk. Zu der Zeit in Mittelerde gibt es ja viele wandernde Völker, unter anderem Elben, aber auch beispielsweise Menschen, die da sich so ihre kleinen Reiche versuchen zu gründen. Aber das ist eigentlich ganz interessant, das Bild, weil das sind so, ich glaube, das sollen diese Vorgänger, die Urvölker der Hobbits darstellen, die früher auch am Wandern waren zwischen den Ländern, am Anduin besonders. Okay, das klingt spannend, ja. Das Bild, was jetzt gerade ist, also nicht das Ja, mit dem. genau. Genau. Okay, und die scheint auch eine Rolle zu spielen, weil die öfter mal gezeigt wird im Trailer. Ganz genau. Ja, okay. Ah. Ja, da hast du Galad. schon. Galadriel. Ja. Ja, das und Helden after Action. Gut, Ja. das wird Galadriel sein. Wir sehen, glaube ich, gerade den ersten Trailer, ne? Ganz genau, das war Ja. dieser erste deutsche Trailer, der rausgekommen ist bei Prime. Was ich ja hoffe,
Das merke ich jetzt mal an dieser Stelle einfach schon an, weil das ist ja die teuerste Serie, die je produziert wurde. Und da erwartet man natürlich erstens einen super Cast und zweitens auch, weil es halt in eine Fantasy-Serie geht, in einer imaginären Welt, CGI, ne? Also grafische Darstellung, die halbwegs ordentlich aussieht. Und bis jetzt sieht es ganz vielversprechend aus. Ich hoffe aber, dass sie wenigstens mal nach Neuseeland hingeflogen sind und ein paar Realaufnahmen gemacht haben, weil alles nur so in diesem Grafikbrei möchte ich dann eigentlich nicht sehen. Ja, aber ich glaube, wir haben ja auch gerade schon, ich habe schon gedacht, das könnte Neuseeland gewesen sein, was wir gerade gesehen haben. So, schauen wir weiter. Okay. Epischer Bogenschuss. Pfeil in der Luft abgefangen. Hast du eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Auch noch nicht, ne? Das jetzt, ich weiß nicht, wer es sein könnte, weil es wird in der Herr der Ringe nie von einem dunkelhäutigen Elben gesprochen. Das ist leider die Tatsache. Das ist ja eine sehr alte Literaturvorlage. Und dort werden Elben ja immer als von heller weißer Gestalt mit langem oder blonden schwarzen Haaren gesprochen. Von daher, wer es ist, ich bin gespannt, welche Figur er darstellen soll. Und lass mich da jetzt gerade so ein bisschen auch überraschen, was dann kommt. Aber es ist ja gerade Diversity auch ein großes Thema, auch in neuen Filmen. Und deswegen habe ich gerade schon so ein bisschen vorsichtig rausgehört, es könnte einer sein, hinter deinen Worten. Weiß man Ja. nicht. Sollen wir mal nach den Ohren gucken? Ich Wenn man die glaube, es sieht. war ein App. Wir können ja noch spielen mal zurück, wenn man noch ein bisschen was sieht. Oh, Aber. schwierig. Ich lass mal kurz laufen. Du bist genau im Bild da, wo die Ohren sind. Ja. Nee, kann man nicht sehen, würde ich sagen. Es ist die Frage, ob es ein Elb ist oder nicht. Aber wäre natürlich eine Möglichkeit von den Bogenschießfähigkeiten, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, wer fängt denn einen Pfeil mit bloßer Hand ab? Sieht das schon sehr nach den Fähigkeiten aus, die Legolas zum Beispiel hatte oder sowas. Genau. Ja. Da war gerade ein König. Ja, Gil-galad höchstwahrscheinlich. Also ich glaube, das soll Gil-galad darstellen, den hohen Elben, König der Noldor-Elben. Sehr fast, also eine gute Besetzung, finde ich. Sieht wie nach einem Elbenkönig aus, meiner Meinung nach. Ja, und da sieht man Galadriel wieder reiten. Ich hatte irgendwann vermutet, es könnte vielleicht Celebdorn gewesen sein, aber bin davon wieder abgekommen. Ja. Ups. Ja, irgendein Monster. Also ich gehe jetzt mal von irgendeiner Form von Troll aus. Ja, könnte sein, ne? Auch ganz schön böse. Okay, da war gerade ein Zwerg offensichtlich. Der sah auch aus wie einer, den ich schon kannte. Und wer könnte das gewesen sein, den wir da haben? Ich bin nicht ganz sicher. Eine von zwei Figuren kommen mir jetzt gerade im Kopf. Und zwar entweder ist es Elrond in jüngerer Zeit oder ist es Aha. Celebrimbor, der Schmied, der dann schlussendlich die Ringe der Macht schmieden wird. Okay. Hat jetzt auch so ein bisschen bösen Blick, ne? Gerade in der Genau. Einstellung. Es geht ja so schnell. Action, Feuerwerk, bam, bam, fliegt Bam, hier bam, bam. Trailer, Szene auf Szene. Fällt dir dazu irgendwas ein? Also da sieht man irgendwie wieder Menschen oder Elben gegen Orks kämpfen, aber was anderes kann ich eigentlich nicht sagen, oder? Ja, aber und ich glaube, das ist wieder so eine Stärke, die sie hervorheben im Verhältnis zu den Filmen, zu dem Hobbit-Film meine ich jetzt. Sie haben wieder echte Kostüme genommen. Die Orks sind mit nicht CGI animiert, sondern es sind wirklich komplette Kostüme und Maskenbildtricks gemacht. Und das finde ich wieder sehr gut für die Serie. Das macht eine Immersion aus. Das sieht dann echt aus, finde ich. Okay, ja. Okay. Ja. Jetzt kommt, glaube ich, nur noch der Abspann. Hast du schon vom ersten Trailer schon noch Ideen, was passieren könnte? Oder sollen wir erstmal in den zweiten reinschauen? Würde sagen, wir gehen erstmal in den zweiten rein und danach kann man mal, und ich glaube, da sieht man auch ein bisschen mehr.
Dann kann man noch ein bisschen fachsimpeln, was so kommt. Ja, das meine ich, ne? CGI-technisch beeindruckend, viel Geld reingeflossen, um eine schöne Welt darzustellen. Und das ist, finde ich, vollkommen in Ordnung. Also das spricht mich auch an. Das sieht mega aus, ja, finde ich auch. Da ist, glaube ich, wieder Galadriel, oder? Ach, ist das nicht die alte Galadriel sogar? Ich glaube, das sieht gerade wirklich von den Gesichtszügen aus wie so eine, vielleicht so eine Art Rückblende für sie, als sie sich anfängt zu erinnern, was denn damals im zweiten Zeitalter passiert ist. Ja. Das wäre cool. Ja, mal schauen. Oh, wow. Oh, wow. Also wenn also das sind Talperion und Laurulin, der goldene und der silberne Baum, die vor den Tagen von Sonne und Mond da waren, dann gibt es sogar scheinbar in der Serie Rückblenden in eine Zeit noch davor, wo Melkor also oder Morgoth das große Böse existiert hat. Ja, das war sozusagen der Vorgänger von Sauron, ne? Das war so gesehen sein Schaffer. Ja. Morgoth war so gesehen für die Kosmologie von der Herr der Ringe so eine Art Valar, also ein Gott. Und Sauron stand unter Morgoth, weil er war eigentlich, wenn man es genau betrachtet, so mächtig wie ein Balrog. Und nur mächtig, also zu der Zeit sogar noch mächtiger, weil das ist ganz wichtig, wenn man die Serie, glaube ich, guckt im Vergleich zu den Filmen. Die Welt von Herr der Ringe ist von Zeitalter zu Zeitalter, in denen das spielt, immer ein wenig weniger magisch geworden. Also man hat hier mehr High Fantasy, mehr Magie wahrscheinlich noch, als es zum Beispiel bei der Herr der Ringe, die Gefährten, die Rückkehr des Königs und die zwei Türme der Fall ist. Okay, spannend, ja. Okay. Die Musik ist der Hammer. Ja, ich muss unbedingt, wenn ich das noch schaffe, vom 2. September, will ich zum Filmstart auf jeden Fall noch einen Song schreiben, der in die Richtung geht. Du weißt, ich mache das immer gerne, wenn irgendwie Ja. sowas ist und so. Aber ich finde den Soundtrack, ich fand ja auch den letzten schon sehr geil. Sogar den Song von Ed Sheeran finde ich, war auch ein toller Song. Jetzt nicht als Filmmusik, aber So hat so als das Gefühl Stück. rübergebracht. Ja, es hat einfach dieses Feeling. Und Ja. diese Musik jetzt gerade, die nimmt mich sofort wieder mit, die reißt mich rein in die Welt. Allein, Das wenn man hat. diese Dioramen sieht auch. Ja, man hat, es hat sowas, was Einsames auch irgendwie auch, finde ich, ne? Ja. Sowas, ja. Wunderschön. Okay, so ein kurzer Überblick, ne? Was alles an. Bei der zweiten Szene, wo wir gerade so eine Zwergenstadt gesehen haben, da glaube ich, dass es sich um Moria handelt, also Khazad-dûm, weil das Ja. wurde bewohnt von den Zwergen noch während des zweiten Zeitalters. Und das ist auch wieder sowas, das finde ich interessant. Ich hoffe, sie halten sich da so ein bisschen an dem Film und dem, ja, Buch wird wenig beschrieben, aber im Film wird es sehr schön dargestellt und es wird nicht komplett anders gemacht, als es damals im alten Film war. Ich finde, ich habe auch irgendwie, ich weiß nicht, woher ich es habe oder den Eindruck gehabt oder irgendwie einen Tipp bekommen, könnte Moria dabei sein. Ja, und das könnte es natürlich dann gewesen sein. Genau. Haarfüße. Die Vorgänger der Hobbits, ganz klar. Ja. Okay. Das bestimmt so ein bisschen, bestätigt so ein bisschen den Tipp, den du gerade abgegeben hast, dass es sich um Halblinge, Haarfüße handelt, die da mitspielen, Ja. die wieder eine Rolle spielen. Ja, das Interessante ist, im Buch oder im Silmarillion und im Herr der Ringe wird nie erklärt, wo sie herkommen eigentlich. Sie waren einfach da. Entweder das ist irgendeine Form von Evolution in der Kosmologie oder sie sind durch die Natur selbst entstanden. Das weiß man irgendwie nicht so ganz genau. Sie waren einfach da. Ja, keine Ahnung. Also, was mir an der ganzen Herr der Ringe-Trilogie, und auch wenn das jetzt so sein sollte, auch hier ganz gut gefällt, ist, dass diese kleinen, scheinbar harmlosen Völker irgendwie immer eine Rolle kriegen. Und diese unfreiwillige Heldengeschichte, das mag ich schon gerne. Bin mal gespannt, ob das auch so ist hier.
Aber es sieht so ein bisschen danach aus, oder? Ja, schon. Es wird wahrscheinlich haben sie irgendeine Form von wichtiger tragender Rolle bekommen. Auf jeden Fall. Okay, schau. Okay, da hat es irgendein Zeichen gegeben. Irgendwas ist da vom Himmel gefallen. Brennt. Ja. Hast du eine Idee? Ja, doch, Ja? ja. Wird man, Entwickelt. ich habe es ja den Trailer schon gesehen, ja, aber ich nehme jetzt mal noch nichts voraus. Wir erleben das jetzt hier gerade gemeinsam. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt in die Richtung Spoiler. Müssen wir aufpassen schon? Müssen wir eine Warnung rausgeben? Spoiler, zweites Zeitalter, was passiert? Nee, noch nicht. Ich glaube, wir können noch erstmal weiter vermuten. Also ich glaube, dass es sich dabei um die Gestalt von Sauron gehandelt hat, die vom Himmel stürzt. Okay. Das versaut ja noch nicht den ganzen Film. Vielleicht eher macht es Geschmack auf mehr. Ja, ich hoffe. Okay. Das, glaube ich, war jetzt nach dem Cast zu urteilen Elrond gerade, der Ja. sich mit Galadriel da unterhält. War das der gleiche wie gerade? Ich glaube nicht, Ich glaube, ne? nee, ich glaube nämlich nicht. Dann war das nämlich gerade eben wahrscheinlich Celebrimbor. Aber das Problem ist, ich habe zwar im Internet bei der Recherche Bilder gesehen, aber die sehen sich verdammt ähnlich. Ja, die haben was, was Ähnliches tatsächlich. Bloß einmal Locken und einmal eher glatte Haare. Genau. Würde ich jetzt sagen. Ja, okay, schauen wir mal weiter. Ist auf jeden Fall eine neue Galadriel. Okay. Was haben wir da? Das höchstwahrscheinlich ist das Numenor und die große Hafenstadt, die das Königreich auch ausmacht. Es ist ein Seefahrervolk von Menschen gewesen. Sieht für mich Ja, ganz genau danach aus. genau, das hätte ich jetzt auch vermutet. Ach so, so Sieht, ein. Ja? ja, ist ein tierischer Ausblick wieder mal, ne? Ja. Was ich ganz interessant finde, es hat schon so diese aus weißem Marmor gebaut, so die Menschen Gondors und Minas Tirith, Ja. das sind ja auch mit Nachfahren von denen. Und die haben ja den Ja. ähnlichen Baustil. Also man merkt Ja. so, die sind darüber gewandert. Genau. Okay, also ein möglicher Schluss auf die Handlung, würde ich sagen, ist, Galadriel muss sich gegen verschiedene Leute durchsetzen, die ihr nicht glauben, dass es eine größere Gefahr gibt. Dass, Ja. sie, deswegen kommt sie ja scheinbar auch so gut mit Gandalf aus, wenn man den Herr der Ringe immer betrachtet, Ja, gut. wo Gandalf immer sagt, ne, das Ja. Böse. Und Galadriel, ja, ich glaube dir, da ist irgendwas. So nach dem, so eine Schlussfolgerung. Vor allem, und hier haben wir so eine Rückblende in eine Zeit des ersten Zeitalters, irgendeine große Schlacht. Also ich kann anhand dieser Darstellung nicht erkennen, was da jetzt gerade passiert, außer da fliegen alles um die Ohren. Ja, gut. Aber Schlachten können wir schon vermuten. Ja. Sonst wäre es wahrscheinlich auch nicht Herr der Ringe. Oder damit verwandt. Okay. Okay. Ja. Das war Ja. gerade Gil-galad und das ist dann doch, das denke ich, ist der Schauspieler, der Elrond darstellt. Ja, genau, das wäre jetzt logisch. Und wir haben jetzt gerade noch mal einen Blick auf die Hafenstadt gesehen, vermute ich. Und es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie Minas Tirith, dieses helle, weiße. Ja. Der kommt mir bekannt vor. Ja, sieht so ein bisschen so aus, ne? Ja, der hat mächtig was von Aragorn, finde ich. Er wird, also
Das ist höchstwahrscheinlich jetzt auch wieder bei den Numenora. Man sieht diesen Säulenbau, Marmor, weißer Marmor, Gold, Blau. Das sind alles so Farben, die man sofort mit Gondor oder mit diesen Königshäusern in Verbindung bringt, Ja. finde ich. Und das sind ja auch später, Spoilerwarnung, die Söhne des Königs, die abhauen, so nach dem Motto, oder überleben. Spoilerende. Und ich glaube, das ist einer, also ich glaube, es ist einer der Söhne. Ja. Ich finde aber, der hat echt eine große Ähnlichkeit vom Typus her mit Aragorn. Ja. Ja, da waren wieder der Bogenschütze von gerade. Ja. Und das sieht aus wie die Reiter von Rohan ein bisschen. Die Helme sind Ja, typisch. genau, das sind dann aber nicht, Rohan gab es zu der Zeit nämlich noch gar Genau. nicht. Und das wären dann die Reitervölker des Nordens. Die gab es, das waren die Vorfahren der Rohirrim, also der Menschen von Rohan. Ja. Aber ob sie das sind, die Helme, ne, sind schon so ein markantes Zeichen. Oben so ein Pferdehaarbusch, dann hier Ja. vorne diese Nasenstütze. Schon viel Ähnlichkeit. Ja, finde ich auch. Vielleicht haben sie die alten Kostüme wieder verwurstet. Sind ja keine schlechten Kostüme gewesen, ne? Also. Nö. Das war jetzt gerade auch wieder eine tierische Aufnahme. Das sah ja schon für mich nach Britannia aus. Aber wäre ja auch nicht schlimm, ist ja auch schön. Absolut. Ja. Ja, ist also. Wie gesagt, die Kombination aus ein bisschen CGI, aber richtige Orte macht das Ganze einfach lebendiger. Es sieht einfach Hammer aus. Ja, sieht hammer aus. Schon cool. Da Ein Wark. hat er gerade der Zwerg gerade einen Ring hochgehalten. Entweder ein Ring oder ein Edelstein. Es kann natürlich auch der Ring mit dem Edelstein gewesen sein. Also es werden ja, und das ist ja, glaube ich, schon bekannt, es gibt die Ringgeister der Menschen, es gibt auch die Ringe der Zwerge, das ist ja in dem Gedicht des Ringes sozusagen schon bekannt, und es gibt die drei Elfenringe. Ich weiß nicht, ich glaube, es war sieben war es bei den Zwergen und neun bei den Menschen Genau, oder sowas. ganz Ja. genau. Ja, und die Frage ist ja, warum lassen die sich die Ringe schmieden? Genau. Wollen wir das jetzt schon oder gleich im Anschluss, bevor wir dann so sagen nochmal, ab hier könnt ihr theoretisch, wenn ihr keine Spoiler Ah, haben wollt, aufhören? okay. Vielleicht eine clevere Idee. Machen wir das so. Okay. Wag, ja. Oh, ein Troll. Das war Sauron. Man hat es alleine an den Flammen gesehen, wie so ein Auge geformt, in der Mitte dann die menschliche Gestalt. Ja. Und das scheinen wieder diese Haarfüße zu sein. Die laufen auch barfuß durch die Welt. Aber vielleicht machen wir das noch mal hinten dran. Es gibt noch einen dritten Trailer. Stimmt, den gab es ja auch noch. Das ist doch ein Palantir, oder? Ja, das ist ein Palantir. Die Numenora waren in der Lage, die herzustellen. Das war eine ihrer großen Mächte in den Büchern. Die haben die nämlich erschaffen. Sehr cool. Okay. Okay, was war das gerade? War das wieder einer von den beiden Bäumen? Ich glaube, das war ein anderer Baum, ein Mellorbaum. Die haben auch so silberne, das ist dieser weiße Baum, dieser berühmte. Den gab es in Numenor und später wird ein Zweig beziehungsweise so ein Samen auch nach Gondor gebracht. Gebracht, ja. Steht dann in dem Film oben auf der Klippe. Genau. Also, ja. Und fallen da gerade die Blätter runter?
Könnte was sein. Wahrscheinlich, was vielleicht auch, weil sie jetzt so hoch schaut, ungewöhnlich ist, dass der Baum seine Blüten oder seine Blätter verliert, weil die verlieren die normalerweise nie. Okay, Prophezeiung. Ja. Das ja. war er, die vermutete blonde Gestalt, die Sauron vielleicht ist. In Verkleidung natürlich. Mhm. Ja. Und da. Okay. Ist keine neue. Hast du noch neue Einsichten bekommen jetzt? Also ich denke, da war ein Zwergenkönig. Ich denke, das war Durin, einer der Durins so gesehen. Das wird ja. immer, wenn ein Durin, also Durin ist ja der Vater der Zwerge, wenn der stirbt, dann wird irgendwo ein neuer geboren, so nach dem Motto, der wird der neue König der Zwerge, das geht dann immer so weiter. Ich denke, das war der in Moria. Gehe ich ganz stark von aus. Also Verwandter von, oh, mir fällt der Name nicht ein. Aus dem Herrn der Ringe, der Zwergenkönig, auf Anschaffer, Thorin, Eichenschild. Thorin, ja. Ja. Möglich, ja. Ja. Okay. Das sieht schon sehr nach Sauron aus. Die Finger kennt man irgendwo her. Mhm. Das sieht schon sehr nah, also vor allem so dieser, allein der Name ist ja schon angsteinflößend ein bisschen, ne? Das ist ja so die Fantasy-böse Figur Sauron. Ja, schau mal. Okay. Das ja. war... Willst du sagen? Irgendein Schwert. Ich sage jetzt erstmal irgendein Schwert, vielleicht eine Morgul-Klinge oder etwas in der Art. Ja. Aber das war ja schon vorhin gesagt, es wird viel mehr Fantasy, Magie und das alles geben im zweiten Zeitalter, als es im Herr der Ringe zum Beispiel gab. Das hat man jetzt gerade so par excellence gesehen. Okay, es gibt mehr. Es klingt schon ganz gut. Mhm. Okay, das war heftig. Ja, da fliegen jetzt auch einmal die Schiffe in die Luft. Das ist okay. Ja. Das ist auch cool. Die Orks, die sich da verneigen. Man sieht schon diesen Schemen einer Rüstung mit Stacheln dran, was man halt von Sauron so erwartet, ja. der dann da wahrscheinlich so durchgeht. Das ist schon cool. Und das jetzt hier, was jetzt gerade im Bild ist? Das ist jetzt wahrscheinlich wieder der Vorfahre von Aragorn, einer der Söhne oder der Prinzen von Numenor. So würde ich ja. das jetzt deuten. Könnte sein, ja. Mhm. Also die Farben deuten schon sehr auf Numenor hin. Ja, finde ich schon. Also blau, gold. Ja, genau. Ja. Der dunkelhäutige Elf. Ja. Ist irgendwie gesetzt, finde ich. Richtig, der ist jetzt einfach drin. Der ist einfach da. Und da hat man ja auch die Ohren gesehen. Mhm. Mhm. Seemonster. Seemonster, also das war ja auch mal bei Tolkien, das ist zum Beispiel mit diesem, die Gefährten wird ja von dem Torwächter gesprochen, das ist dieser Seekraken. Und wird auch immer wieder in den Büchern erwähnt, dass es tief in der Erde im Dunkel Dinge gibt, die selbst Morgoth nicht erschaffen hat, sondern schon da war. Wie Ungoliath, die Spinne, die war auch schon da. Ja. Sauron hat nichts erschaffen, Morgoth hat sie nicht erschaffen, sie war einfach da. Sie ist die Finsternis, so nach dem Motto. Und das war vielleicht auch eins von diesen Seemonstern jetzt. Ein Ballröckchen. Man hat vorhin einmal ganz kurz so diese Felsen gesehen, wo der Mann so diese Asche oder diese Glut aus der Hand pustet. Irgendeine Form von Magie, würde ich sagen. Und dann sah man so silbrige Adern durch den Boden gehen. Und das ist für mich das klare Zeichen, es handelt sich um Moria, denn da gab es nur Mithril. Und es sah aus wie diese Mithril-Adern, die man im die Gefährten auch sieht.
Und dann ist es derselbe Balrog, gegen den später Gandalf wahrscheinlich kämpft. Okay, dann gehen wir jetzt mal, würde ich sagen, in die nicht mehr spoilerfreie Zone und überlegen mal was, oder du überlegst mal, was da los ist. Wir kommen zum Teil, wo ein bisschen gespoilert wird und ja, ich bin ganz gespannt, was du für Ideen hast, du als Experte für Herr der Ringe. Den Titel also, willst du nicht. Ich weiß nicht, ich finde Experte so hochgestochen und zu weit. Ich bin Fan und ich habe viel davon gelesen und verinnerlicht, aber ich würde mich jetzt nicht Experte nennen. Ich habe es nicht erforscht, ich bin jetzt nicht kein Literaturwissenschaftler oder so. Aber die Frage, was könnte passieren? Ja. Der Titel der Serie verrät es ja eigentlich schon irgendwo. Ja. Also der Grundgedanke ist klar. Die Sauron wird die Ringe der Macht oder den Ring der Macht schmieden. Alle anderen werden auch geschmiedet werden und der eine Ring soll alles beherrschen nachher. Genau. Im Idealfall. Genau. Das Interessante ist, wir werden Sauron in dieser Serie, also nochmal zur verbalen Warnung, Spoiler, wir werden Sauron ja in einer ganz anderen Gestalt hier wahrnehmen. Er wird ja auch als sehr schön dargestellt in den Büchern, weil er auch als Herr der Geschenke gilt, der zum Beispiel Celebrimbor, das ist der Elfenschmied, der die Ringe der Macht schmieden wird für die Zwerge und Menschen und im Heimlichen auch für die Elben, die hat er nämlich Sauron nie gesagt, dass er die geschmiedet hat oder gegeben hat, mit Hilfe von Sauron herstellen und Sauron schmiedet dann heimlich den Meisterring, um alle anderen Ringe zu beherrschen. Das ist eigentlich die Kraft von diesem goldenen Ring, um den es eigentlich schlussendlich geht. Aber er weiß ja nicht, dass die drei auch geschmiedet worden sind. Genau, das weiß er nicht. Er hat sie immer gesucht, aber er hat sie nie gefunden. Ja, das erklärt so ein bisschen, warum es keine Ringe mehr gibt, nur noch Ringgeister sozusagen. Oder von den Zwergenringen weiß man ja gar nichts eigentlich. Aber die Elfenringe werden ja noch benutzt. Genau. Galadriel hat ihren noch. Und spannend. Einen davon hat Gandalf später sogar. Echt? Ja, Gandalf bekommt einen der Elbenringe. Okay, man sieht das irgendeiner Extended Version, sieht man, dass er diesen Ring mit einem roten Rubin dann drin hat. Ich habe die Extended Version. Nochmal drauf achten. Das ist zum einen einer der großen Themen, dass die Ringe der Macht überhaupt hergestellt werden, für die 7 für die Zwerge, die 9 für die Menschen und dann halt heimlich die 3 für die Elben. Und was wahrscheinlich ein sehr großes Thema auch wieder um Sauron sein wird, das ist ja so gesehen die böse Figur in der Welt, das ist ja auch irgendwo das schöne Märchenhafte an der Welt, ist halt, es gibt ein klares Gut, es gibt ein klares Böse. Und Sauron ist halt so gesehen das Böse in dieser Welt und wird eigentlich auf Numenor gefangen gehalten und später schaffte er es allerdings so weit, den dortigen König zu manipulieren, dass er dort sogar zu seiner Art Berater aufsteigt. Und das wird spannend, also ich glaube nicht, dass wir das sofort in der ersten Staffel sehen werden, aber für die gesamte Handlung der Serie wird nochmal wichtig, dass Sauron es schafft, die Menschen gegen die Elben und gegen die Valar vor allem aufzustacheln, dass dann der König beschließt, ich ziehe jetzt mit meinem ganzen Volk, meiner ganzen Armee auf den Schiffen nach Valinor, also in das Land der Unsterblichen auf der anderen Seite des Meeres und werde diese Länder erobern, damit auch wir unsterblich werden können. Es werden sogar, nach den Büchern schafft es Sauron sogar, dass ein Tempel für Morgoth auf Numenor errichtet wird, wo man dann Opfer für ihn darbringt und all so ein Kram. Also er schafft es, die Menschen das, was er halt auch mit den Orks oder mit anderen Menschenvölkern gemacht hat, zu verderben. Okay. Das ist ja, dieses Manipulative ist ja auch so ein bisschen die Kraft von Schlangenzunge beziehungsweise von, also Krima-Schlangenzunge beziehungsweise von Saruman. Mhm. Ja. Vielleicht seit er das Böse, das wird ja nicht erzählt im Film, aber seit er sich dem Bösen angenähert hat. Genau. Okay. Ja, das heißt, wir erwarten in der später irgendwann, dass gezeigt wird, wie die Ringe geschmiedet werden, wie Sauron aus dem Gefängnis rauskommt, weil er sich, ich sag jetzt mal, rauslügt oder so. Ja. Und was erwarten wir in der ersten Folge? Ja, ich denke, ja, wenn wir ganz am ersten Folge anfangen, von der ersten Staffel, wird es erstmal so eine Art Abriss geben, wo sind wir eigentlich halt. Erstmal wird die Welt ein bisschen so erklärt. Es wird so ein bisschen über den Hintergrund erklärt. Wahrscheinlich aus so einer Off-Perspektive, was ist alles bis jetzt passiert.
Und dann wird das sich nach und nach über die kommenden, es sind, ich weiß ich jetzt nicht, bin jetzt nicht sicher, 7 Staffeln oder so geplant. Also es ist schon eine Menge. Wow. Ja, irgendwie haben die Erben von Tolkien ganz klar gesagt, das geht nur mit so vielen Staffeln und so vielen Folgen und so lange müsst ihr das machen. Dann hat Amazon gesagt, okay, wir lassen uns auf diesen Deal ein, weil die Lizenz ist halt teuer, ist einfach so. Und dann haben die erst zugestimmt, dass die Serie gemacht werden darf. Ich glaube, und das ist jetzt für die Leute, die ganz hart an dieser Welt hängen und sagen, boah, so ist das aber, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Man muss ein bisschen Interpretationsspielraum lassen. Sie haben ja auch gesagt, wir haben Figuren dazu erfunden, damit die Geschichte mehr organischer wird. Alleine diese ganze Sache mit Sauron, der irgendwann freikommt und Berater wird, das müsste über Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich passieren, weil die Menschen dort in Numenor ja auch lange leben. Ja, aber es ist ja auch schon beim Herrn der Ringe oder beim Hobbit, ich weiß gar nicht so gewesen, dass bei beiden sogar, dass Personen dazu erfunden wurden, dass die Geschichte sich ein bisschen verändert hat in Kleinigkeiten. Und ich persönlich fand es nicht schlimm. Ich finde immer, dass man im Film, dass es wichtiger ist, dass man ein gutes Ergebnis hat, als dass man sich an ein Drehbuch 100% hält. Also ist meine Meinung. Aber ich kann natürlich verstehen, dass jemand, der Hardcore-Fan ist, vielleicht allergisch drauf reagiert. Wäre ganz spannend zu wissen, wie ihr darüber denkt, wenn irgendwas verändert wird. Was meint ihr? Ist das okay oder nicht? Schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Mhm. Und ja, okay, erste Staffel. Die Völker werden vorgestellt, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und was ich jetzt gerade noch gesagt habe, es wurde ja auch gezeigt, es gibt Vorzeichen. Vielleicht eins, vielleicht aber auch mehrere. Genau. Es wird wahrscheinlich immer wieder diese Andeutung geben, dass etwas Böses in die Welt zurückkommt. Und es werden wahrscheinlich so die Haupthandlungsorte während der ersten Staffel mal gezeigt, weil ich glaube nicht, dass das ganze Thema Moria in der ersten Staffel abgehandelt wird mit dem Balrog. Es wird angedeutet, was da passiert, da wird noch mehr dazu kommen, sodass man diese ganzen Schauplätze auch in Mittelerde, auf Numenor, bei den Zwergen, bei den Elbenkönigreichen, dass man die kennenlernen wird. Beispielsweise jetzt ein anderes Beispiel dafür zu dem Game of Thrones, was ja auch erstmal überall die verschiedenen Orte etabliert hat. Und dann hat man auch Wiedererkennungswert. Ah ja, man muss gar nicht mehr sagen, wo man ist. Man sieht sofort an der Darstellung der Umgebung, da sind wir gerade. Ja, das stimmt. Gut, dann wir werden wahrscheinlich auch nicht sehen, dass die Zwerge alle aus Moria rausgeschmissen werden in der ersten Staffel, aber vielleicht später, könnte ich mir vorstellen. Was denkst du? Ja, da stimme ich dir zu. Also wir werden wahrscheinlich sehen, wie sie da abhauen müssen. Ja, ich finde, also Moria, muss ich sagen, hat mir früher mir sehr angetan. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Ja. Als ich das Buch gelesen habe, wollte ich sofort Musik dazu schreiben, schon damals. Ich habe auch mal was gemacht, aber es war nicht gut. Dann greift man das wieder auf und überarbeitet es und dann wird's gut. Wäre jetzt so mein Gedanke. Ich habe das nicht mehr. Ach, weiß schade. Ich genau. Aber das hält ja nichts davon ab, irgendwie mal neue Musik zu schreiben dafür. Mhm. Jetzt momentan würde ich erstmal gucken, was mich so anspricht. Das ist ja immer das Gute. Hast du noch mehr Tipps oder noch mehr Ideen, was? Es wird wahrscheinlich viele Konflikte unter den Menschen geben und alleine was so diesen Umgang mit Sauron angehen wird. Also es wird wahrscheinlich auch für die Leute, die so politisches, viele gute Dialoge lieben. Ich hoffe, die Dialoge sind gut geschrieben. Ich bin ja auch so ein Fan von gut erzählten Geschichten, wenn die Gespräche der Figuren Sinn machen. Ja. Und nicht nur irgendwelche Schlagabtauschworte sind, die für mich dann ja klangen wie ein Streit zwischen Fünfjährigen. Hat mich jetzt irgendwie gar nicht mal so gecatcht. Du bist böse. Du auch. Und Sauron, genau. Toll. Das bringt mir nichts als Zuschauer von einer Serie, die irgendwo, also vor allem vom Hintergrund her, unglaublich komplex eigentlich ist. Ja. Dann sind wir schon durch oder hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Also es wird wahrscheinlich viele geben, oder es ist jetzt auch allgemein ein Thema, was ich immer wieder so beobachtet habe, während ich jetzt so ein bisschen diese Trailer und auch diese Informationen, die durchgesickert sind, rausgekommen sind, dass halt viel verändert wurde aufgrund des aktuellen Zeitgeistes im Sinne von diesem Woke. Ne? Also wir müssen woke sein, damit wir auch niemanden auf die Füße treten, was ich immer so denke, passt aber nicht zur beschriebenen Welt und vielleicht auch nicht zu dem Jahrhundert, in dem dieses Werk entstand.
da es eine neue Interpretation oder eine eigene Interpretation des Silmarillions, des zweiten Zeitalters ist, ist es okay für mich. Hätten sie jetzt gesagt, wir wollen es wirklich so umsetzen, wie im Buch beschrieben, dann hätte ich bestimmte Figuren aufgrund von Ethnie, Hautfarbe so nicht besetzt vielleicht. Aber ich bin gespannt. Wie gesagt, ich gehe ja davon aus, ein dunkelhäutiger Elb gab es in den Büchern leider nicht. Fand ich auch irgendwo ein bisschen schade. Und es wird in den Büchern ja auch immer beschrieben, dass die Menschen, die böse sind, immer so aus diesem Bereich Osten und Süden kamen. Haradrim, die Ostlinge, ne? Das ist immer ein bisschen, das ist schon schwierig dann zu thematisieren in einem Film, vor allem in der heutigen Zeit. Ja, und, was ja auch gut ist. Ja, ich finde zum einen, das ist das Positive, ne? Man nimmt so ein bisschen diesen Figuren das Böse weg und macht einfach alle zu irgendwie, tendenziell sind alle Menschen irgendwo böse und korrupt oder manipulierbar, so in der Welt, manipulierbar, so vom Bösen. Aber für die Hardcore-Fans kann halt die Darstellung von einem dunkelhäutigen Elben voll auf Magen schlagen oder von Zwergenfrauen, die keinen Bart haben. Gimli erwähnt im Film, dass man die nicht unterscheiden kann, weil die Bärte haben. Und ich glaube, ich habe eine Zwergenfrau gesehen, die keinen Bart hat, wo ich dann dachte so, okay, kann man machen als Neuinterpretation oder als einfach, um es irgendwie angemessen darzustellen. Wobei, da breche ich eine Lanze für die Witcher-Serie, wo eine Zwergenfrau stand mit Bart, wo ich dann dachte so, top, so muss das. Ja. Aber das auch nur so als Anmerkung von mir am Ende. Okay, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du da warst, dass du dich geopfert hast, in die Expertenrolle zu gehen. Oh, du willst es nicht hören. Ja, ich hasse das. Ich hasse es wirklich. Nein, es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie den Experten raushängen zu lassen, sondern einfach vielleicht noch mal ein paar Sachen zu erfahren. Es klingt wie eine spannende Serie. Es fängt ja auch schon bald an. Am 2. September ist Anfang. Ja. Und vielleicht setzen wir uns noch mal zusammen und besprechen die erste Folge, sobald wir sie gesehen haben. Habe ich richtig Bock drauf. Ich auch. Dann können wir mal gucken, wie unsere Erwartungen gepasst haben. Und wenn ihr wollt, schaltet dann wieder ein. Das heißt, wir sind schon halbwegs verabredet für den wahrscheinlich 3. oder sowas September. Ja. Vielen Dank, dass du heute hierher gekommen bist. Dass du, du hast doch viel Wissen mitgebracht, finde ich. Ich bin auch ein großer Fan, aber das Silmarillion ist mir, ich habe mir das damals auf Englisch gekauft, das ist mir total durchgegangen. Das war echt anspruchsvoll. Es ist ja eine Schöpfungsgeschichte. Es ist immer, ein Kumpel sagte mal, der es auch gelesen hat, das liest sich wie die Bibel. Und ich so, das ist schon ein bisschen anders, aber okay. Ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass du mit, finde ich, umfangreichen Wissen dabei warst. Und ja, ich sag mal, bis bald. Und euch, wie gesagt, lasst Kommentare da, like das Video, wenn ihr wollt. Und wir freuen uns auch über ein Abo. Bis dahin. Tschüss, Flo. Ciao, Martin.